Hallo und herzlich willkommen bei Blankfit Movies. Ja, viele werden sich jetzt fragen, mein Gott, was kann das bloß für eine Schreckensnachricht sein? Ich werde es euch sagen, aber gleich. Und dazu blende ich dann auch etwas ein. Ich denke mal, einige werden vielleicht weinen, einige werden lachen. Nee, Spaß. So schlimm ist es nicht. Für einige vielleicht schon, aber ich meine, muss auch mal sein und da muss man auch mal durch. Und zwar, ich blende es mal hier unten vorsichtig ein. Jo, das ist es. Ich bin im Urlaub. Und das nicht für 2 Tage, sondern für eine etwas längere Zeit. Und werde dann auch höchstwahrscheinlich keine Möglichkeit haben, auch nur irgendeine Form von Anfrage, Kommentar oder sonstiges zu beantworten. Das heißt, wenn ich dann aus dem Urlaub komme, habe ich zum einen 470.000 Videos, die ich nachträglich anschauen muss. Zum anderen muss ich dann erstmal mich durch mein Postfach arbeiten. Das wird ziemlich krass und krank. Deswegen, ja, weiß ich noch gar nicht, wie ich das alles bewerkstelligen soll. Aber ja, der Punkt ist, ich fahre in Urlaub. Ich kombiniere eine Hochzeit mit einem Urlaub. Und es bietet sich mir nicht die Möglichkeit, das Ganze kürzer zu machen. Ausgenommen, ich kriege jetzt in der nächsten Woche irgendein übermäßiges Jobangebot von einer Vollzeitstelle mit richtig hohem Gehalt, dann würde ich von einem Urlaub absehen. Aber das passiert, denke ich mal, nicht und ja, da ich jetzt sowieso nicht so viel auftragslagentechnisch eingesetzt werden kann, habe ich mir halt auch offiziell Urlaub genommen und ja, ist schade, denke ich mal, für einige, die hier regelmäßig Videos gucken wollen, aber ich denke mal, man kann auch mal 3 Wochen ohne Videos auskommen, zumindest ohne Videos von mir. Es gibt ja genug Leute, die gute YouTube-Videos machen. Ja, und ich habe ja über 140 Videos im Repertoire, also ihr könnt auch mal die älteren Dinge angucken. Und ja, dann habt ihr vielleicht auch etwas Spaß. So, ich mache jetzt hier mal eben meinen Browser auf. Und dann gucken wir auch mal, was ich euch noch mitzuteilen habe. Denn ich habe auch gute Nachrichten. Und zwar werde ich den Livestream-Abend, den ich hier auf den 20., also Montag, gesetzt hatte, nicht einfach ja, ins Wasser fallen lassen. Ich werde das Ganze verschieben. Und zwar auf diesen Sonntag, also den 12. Gut notieren. 12.9. Sonntag Livestream-Abend mit Blankfit Movies. Ja, fällt nicht flach. Und da könnt ihr auch nochmal eure Kommentare, die ihr beim anderen Video gepostet hattet, hier nochmal reinsetzen. Ich werde auch bei dem anderen Video nochmal eine Verlinkung zu dem Video hier machen, damit man das eventuell auch rafft. Und zum anderen werde ich euch natürlich jetzt in der noch verbleibenden Woche vielleicht ein, zwei Tutorials anbieten können. Dann habt ihr auch noch mal was Neues zum Gucken. Und dann habe ich noch mal eine sehr gute Nachricht, und zwar der Crap Sonne, soll es vielleicht heißen, oder Crap Zone oder Crap Sohne. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der nette Herr hat mir angeboten, mich in Blender ein wenig zu unterrichten. Für die Leute, die es nicht wissen, Blender ist ein 3D-Programm, so in der Art wie Cinema 4D, nur es ist kostenlos. Und dann kann ich höchstwahrscheinlich noch viel coolere 3D-Tutorials, also mit Blender und Photoshop zusammen, erstellen. Und wir können dann wirklich in die dritte Dimension gehen und noch so richtig coole Sachen wie das hier zum Beispiel dann auch erstellen. Und ja, jeder kann mitmachen. Das finde ich sehr gut und ich hoffe, wir kriegen das auch gut hin. Verzeihung, ja, ich denke mal, der ist ein guter Lehrer. Also ich habe seine Werke mir schon mal angeschaut und die sahen ganz professionell aus und ja, werde ich heute Abend schon mal mit ihm beginnen, mir etwas zeigen lassen und kann euch dann eventuell vielleicht diese Woche schon oder spätestens nach dem Urlaub auch ein paar schöne 3D-Tutorials bieten. Ja,
Das war es eigentlich auch schon. Livestream, wie gesagt, 12.09. dieser Sonntag. Da können wir uns nochmal, ja, voneinander verabschieden. Und ja, ich bitte euch dann auch nicht so viel zu posten in der Zeit, wo ich nicht da bin. Ich werde auch ein Vermerk im Kanaldesign machen. Und das hier wird als Startvideo noch auf den Kanal gelegt und sich automatisch abspielen. Und ja, seid mir nicht böse. Versteht es. Und bevor Fragen kommen, wo ich hinfahre, ich fahre ins Ausland. Das dürfte eigentlich reichen. Urlaubsort wird nicht bekannt gegeben. Eventuell später, vielleicht auch ein Video, weiß ich nicht, wie ich es mache. Mal schauen, seid gespannt oder auch nicht. Nur seid verständnisvoll für diese Situation. Und wenn ich natürlich im Urlaub die Möglichkeit habe, an einen PC zu kommen, werde ich vielleicht auch einiges beantworten können, aber ich werde mir um Gottes Willen nicht die Zeit nehmen, mich da jetzt um YouTube zu kümmern. Okay, do. Dann haut mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial und beim Livestream und ich sage jetzt erstmal Tschüss.